So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Demolition. Draußen hört ihr den Idioten mit Motorrad aufheulen. Ja, das machen die hier gerne manchmal. Mal gucken. Los geht's, würde ich fast sagen. Ich hoffe, ich habe alles diesmal beachtet, nicht, dass wir wieder welche Probleme haben, wie die letzten Male. Es läuft nicht gut, nein, nicht bei The Sign. So, wir sind mit Hans unterwegs. Ja, wir haben es gehackt und jetzt haben wir es. Ah ja, Login-Name, Admin, Passwort, Personensuche. Ich bin übrigens auf RoboDate auf ein richtiges tolles Profil gestoßen. Sie heißt Julia und aufgrund meiner kalkulierten Erfolgschance habe ich ihr sofort eine Privatnachricht zukommen lassen. Liebe Julia. Achso, liebe Julia, ich habe dich gesehen. Das war's um mich geschehen. Nun bin ich da, sage ja. Dein Hans. Ja, du kriegst mich. Ja, er ist aber auch wirklich. Er kann das, ne? Ja. So Ladykiller und so, ne? Sie passt wirklich sehr gut zu dir. Ich drück dir die Daumen. Ja, er hat's wirklich drauf. Flirtmeister. Ja. Danke, Tom G. Gerne. Sie hat einen ultra heißen Prozess. Ja, was auch sonst, ne? Und die Weckerohren. Hammer. Bin schon ganz gespannt, ob sie sich bei mir meldet. Ja, okay. Sag das nächste Mal tschüss, wenn du gehst. Okay. So, Leute. Bin eingeloggt. Tom G. Ja, habe ich gern gemacht, übrigens. Aber es war Hans. Hans macht so etwas. Der kann immer sowas ganz gut. Suche läuft. Ich hoffe, die Arbeit war nicht umsonst. Gern geschehen. Ich hoffe, ihr wisst, das zu schätzen. Blödsinn, es geht hier um uns alle. Okay, da ist was rausgekommen. Personensuche. Name, bla. Okay, hier steht ja so gut wie gar nichts drin. Ida von Herzfeld. Es wurde eine Person gefunden. Ja, und hier. Ida von Herzfeld? Ich sehe nichts hier plane. Tayo, dass wir das noch erleben. Prof, wissen Sie das? Googeln wir es. Ne, Google wird es wissen. Prof, wissen Sie. Binden wir da mit dem Prof mit ein. Ich weiß, Leute, ihr hasst den Prof da draußen. Aber ich nicht. Nein. Ich finde ihn eigentlich ziemlich knuddelig. Nur ein bisschen blauäugig. Da bin ich leider auch überfragt. Okay. Bis heute gilt Ida bei Katholiken vor allem als Schutzpatronin der Schwangeren, Armen und Schwachen. Der Sarkophag, der Schrein mit ihrer Reliquien und Reste der von ihr erbauten Kirche sind in der Grabükrypta, der... Oh, Alter, bitte, noch kleiner ging's wohl nicht. Der Wallfahrtskirche St. Ida. Seit Oktober 2011 päpstliche Wallfahrts... Basilika in Herzfeld zu sehen. Alter, meine Fresse, das ist wirklich mini klein. Okay. Wow. Ist es bei euch auch immer so klein? Ich spiele es vom PC, deswegen. Patrioten der Schwachen. Patronen der Armen? Schwachen, Armen, Schwangeren? Patrone der Schwangeren? Vielleicht war Samara schwanger. Ja, habe ich deswegen auch gerade gedacht. Deswegen habe ich mir diese Antwort tatsächlich ausgesucht. Das wäre ihr Wunsch wahrscheinlich nach Rache oder würde den Wunsch nach Rache erklären. Dann wurde dem Kind was getan? Was für eine Wendung. Sie war schwanger, als sie starb. Oder das Kind will Rache für den Tod ihrer Mutter. Alles möglich. Ruby hat recht. Die Geisterfrau will bestimmt Rache für den Tod ihres Kindes. So sehe ich das nämlich auch. Ich denke, Kiara, wahrscheinlich starb sie mit und ihr ungeborenes Kind. Ich vermute das gleiche wie Yannick. Vielleicht will das Kind Rache für den Tod seiner Mutter. Ich denke, vielleicht Kiara, dass die Mutter schwanger starb. Vielleicht nicht weit schwanger. Vielleicht so dritter, vierter Monat. Dass man nicht wirklich was sah. Und dann hast du den Salat.
Eine wütende Geisterzombiefrau. Würde zumindest erklären, warum sie so richtig sauer ist. Also jetzt sind wir jetzt ganz alleine einig, dass sie die Hinweise der Schwangerschaft ist. Auf jeden. Was soll sonst bedeuten? Ja, ich denke auch. Vielleicht war sie noch zusätzlich arm und schwach, das kann natürlich auch sein. Und so hätten wir alles zusammen. Wir scheinen mit unseren Vermutungen tatsächlich richtig zu liegen. Schaut euch mal das Video an. Okay. Ja, ist ja nur kein Video. Ja. Mhm. Hat sich sonst noch etwas verändert? Das ist wie bei den Nibelungen. Der Hinweis wird deutlicher. Kann das außer Schwangerschaft noch etwas bedeuten? Na. Korrekt. Und ich interpretiere das so. Ja? Ja, das ist lang. Ruhelose Geister überbrücken ihre Existenz in der Zwischenwelt mit positiven Traumvorstellungen. Es sind träumenden Seelen, die auf ihre Erlösung warten. Und warum bringen träumenden Seelen Menschen um? Träumen hört sich ja sehr niedlich an, aber hey, Menschen umbringen nicht. Meist sind diese Ereignisse, die durch den Tod verhindert wurden, beziehungsweise nicht in Erfüllung gingen. Das Kind im Kinderwagen existiert nur in Wunschvorstellung des verstorbenen Mädchen. In Verbindung mit einem Schutzengel der Schwangeren habe ich die folgende Vermutung. Die Frau starb zusammen mit ihrem ungeborenen Kind im Leib. Oh, super, alles nachgestapelt. Hat er Papagei oder was? Das hat sein Papagei wahrscheinlich geschrieben. Einfach schrecklich. Schieb jetzt aber kein Mitleid. Kein Grund, uns das hier anzutun. Ja, nee, ist schon klar. Warum auch? Immerhin konnten wir die Lösung immer näher. Eine Frau, die zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war, die hätte eine Verbindung zu uns hat und Rache zu geht. Und die nächsten Hinweise verstecken sich garantiert auch in diesem nächsten Video. Na, dann sollte sich unser Profispurenleser Jonathan ranhalten. Er ist Fährtenleser, kein Spurleser. Nein, der Profispurenleser haut sich jetzt aufs Ohr. Er ist nämlich fix und alle. Hä? Was? Ja, okay, kann man ja mal verstehen, ne? Ja. Bin auch total fertig. Ach, ist es jetzt abends, dass wir jetzt gleich, kommt gleich Tag 3, 4? Bin auch total fertig. Der Schreck heute Morgen, Quentins Tod, die Polizei, das ist einfach viel zu viel. Dann lass uns alle schlafen gehen. Wir kommen besser voran, wenn wir alle halbwegs ausgeschlafen sind. Pass auf euch auf. Gutes Lächle miteinander. Miteinander. Mir wird übrigens auch gut tun, eine Nacht über den Schock zu schlafen. Passen Sie auf sich auf. Ja, als ob. Davon werden Sie träumen. Und jetzt hier kommt hier die Norma. Ich spare mir jegliche Kommentare und genieße noch einen schönen Tropfen. Ja, du Säuferin. Ich glaube, ja. Oh, okay. Bis morgen. Ja, dann lass uns mal bei Lea schauen. Ein Video von ihr. Warte mal. Nicht vergessen, die Cam wieder anzumachen. Oder kann sein, dass ich drücke und dann geht die Cam. Keine Ahnung. Da du ja nicht willst, kuschel dich eben mit Whisky. Schlaf gut. Ja. Cam an? Cam sollte jetzt an sein. Lea, sei doch bitte nicht so. Ey, du bist außerdem betrunken. Hör doch endlich mit der Schmollerei auf. Lass uns noch mal über uns reden, wenn alles überstanden ist. Sei doch nicht so. Ich nicht will. Die hat doch gesagt, die hat hier Wein getrunken, hier Bier getrunken, da Whisky, da Rum, da Wodka. Hey, was soll ich denn mit jemand Stranger Things geguckt? Da hat man doch bestimmt keinen Bock. War ja nicht ganz ernst gemeint. Hätte mir nur gewünscht, dass wir noch eine Chance haben. Ja, man kann sich viele Dinge wünschen, aber die Trennung kam ja von uns beiden, ne? Außerdem habe ich neues Mehl am Start. Ich bedränge dich jetzt nicht weiter. Aber bitte gib uns nicht gleich fertig auf. Hä? Schnüpf. Pum, da haben wir es. Hallo, Süßer. Bist du noch wach?
Wollte gerade in die Poche. Was gibt's denn jetzt noch? Aber sicher doch. Mi amore. Wish you will hear. Ja, ich habe mich auch gefragt mit einem heißen Reifen. Kommen wir gleich um die Ecke. Huch, was ist hier los? Ich dachte, du stehst auf Männer. Wo treibst du dich denn rum? Was hast du jetzt schon getrunken? Ja, jetzt schon getrunken ist gut. Was denn? Komm, das ist mit Zwinker-Smiley. Weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Finde ich total kacke. Weißt du? Das ist mein allerbeste Freundin. Mit der mache ich immer rum. Heute ist Mädelsabend. Das Foto war von Wahrheit oder Pflicht. Ach, Wahrheit oder Pflicht. Ja, witzig. Ja. Freut mich schon voll auf dich. Wenn wir uns näher kommen und so. Hey, wir haben uns noch nicht einmal getroffen. Wieso kommst du jetzt gleich so um die Ecke, Alter? Näher kennen. Dann genieß mal deinen Abend. Ich mich auch. Aber natürlich. Baby. Für dich mache ich die Welt wieder zur Scheibe. Freut mich so ganz doll auf deine Couch einzuweihen. Was? Alter! Ja, ich freue mich übrigens auch. Auch noch an? Hey, Wolf! Ja, kann ich schlafen? Siehst du doch. Warum muss man immer so patzig antworten können? Gibt es Leute von euch, die so patzig antworten? In der Gruppe lasse ich mich zwar der Sache nicht anmerken, aber die ganze Sache geht mir an den Substanz. Ich werde ständig aus dem Schlaf gerissen. Dieses Poltern und Klopfen schon den ganzen Abend. Es durchfährt mich dermaßen. Und einmal wach geworden, stehe ich so unter Adrenalin, dass ich mindestens eine Stunde lang nicht mehr einschlafe. Immer mit der Angst im Nacken. Sie könnte jederzeit auftauchen. Ich bin kurz davor, mir Schlaftabletten einzuwerfen. Das kann ich nachvollziehen. Lass das sein, Wolf. Du musst nur Notfall erreichbar sein. Ja. Er ist ja auch nur ein Mensch, ne? Weißt du, das Schlimmste ist, immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich Gabriela vor mir. Ich rede nicht gerne darüber, aber ich vermisse sie wirklich sehr. Weißt, wir waren zwar getrennt, aber so eine Verbindung bleibt. Ich verstehe das gut, was du meinst, ja? So sentimental kennt man dich ja gar nicht. Wolf, du musst nach vorne blicken. Ja, ich verstehe gut, wir sind ja auch getrennt, ne? Ja. Aber sie ist nicht tot. Noch ist Lea nicht tot. Wegen deiner Lea? Ja, genau. Oh nein, verdammt. Er ist weg. Wolf ist jetzt zum Hündchen geworden, zum Chihuahua. Was ist los? Was ist das, verdammt?
Alter. Aber der liebe Wolf ist auf jeden Fall noch nicht tot. Wolf? Oh Gott, Wolf, alles okay? Verdammt, was war das denn? Brauchst du Hilfe? Ja. Aber er ist online, also folgedessen geht's ihm wahrscheinlich sehr gut. Er ruft nochmal an. Oh mein Gott. Hast du sie gesehen? Mhm. Fuck. Ich glaube, sie ist weg. Was ist das? Ich muss hier weg. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt die Kamera an- und ausgemacht habe. Kann sein, dass sie jetzt wieder aus ist und gerade bei dem Video an war. Ich bin da manchmal total durcheinander. Okay, Wolf, du bist noch online. Lass uns noch darüber reden. Tagebuch. Mhm. Okay. Was ist heute passiert? Ruby ist am Leben. Das Geistermädchen wollte uns bloß in Panik versetzen. Doch kurz darauf erreicht uns eine schreckliche Nachricht. Quentin ist tot. Mit der Unterstützung von Henry Fons, Norma Ziegler und Elke Schmidt stoßen wir auf die nächsten Hinweise. Wir wissen nun, dass die Geisterfrau vor ihrem Tod schwanger war und dass es ihr wohl um Rache geht. Das jetzt mit, achso, während mich Norma immer weiter anflirtet. Nora. Das war natürlich echt noch sehr, sehr wichtig jetzt. Und ich mich darauf einlasse. Zeigt auch Lea wieder Interesse an mir? Sie will uns nochmal eine Chance geben. Ganz im Ernst, nochmal, also, doch mehr als Freundschaft ist für mich momentan nicht drin. Zeitgleich kommt uns das Geistermädchen immer näher. Ich habe Angst. Wir haben nur noch wenige Tage zu leben. Und soeben hat sie auch Wolf heimgesucht. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir das noch durchstehen. Tag 4. Noch 4 Tage zu leben. Warte mal. Das mit Lea und eine neue Beziehung mit Nora. Huch. Warte mal. Das mit Lea und mit eine neue Beziehung eingehen mit Nora und so hat alles. Nun, das ist immer solche Sache. Es hat einen Grund gegeben, warum man sich getrennt hat. Dieser Grund wird wahrscheinlich nie in der Beziehung, wenn man es nochmal eine Chance gibt oder wenn man den noch, ja, den ganzen nochmal eine Chance gibt, wird das, dieser Grund niemals irgendwie aus den Köpfen raus sein und könnte immer wieder zu Streitpunkten führen. Ganz gleich, welcher das jetzt auch ist. Andersrum ist das, wenn man jetzt in Hinsicht auf uns Neues hat. Kennt man diese Person ja auch gar nicht. Man weiß nie, was man hat. Man hat diese Vertrautheit einfach nicht, was man eben halt mit der Alten oder mit der Ex hatte. In der Folge dessen ist es eigentlich immer, und ich denke mal, die Vertrautheit ist doch das, was eine Beziehung immer ausmacht. Diese Wärme, das Wohlige, das Zuhausefühlen. Ne? Also ich denke einfach mit Lea, ach egal. Also in Real Life würde ich das eher, glaube ich, nochmal mit Lea probieren, anstatt mit Nora jetzt eine versuchen, irgendwas zu machen. Aber wir spielen ja hier nur eine Rolle und ja, so ist es. Kinderchen, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten und bis dahin. Tschüss.